einem neuen Buschfunk Folge 2. Yeah, Folge 2 AOS. Ja, es dauert zwar ein bisschen besser für jetzt den Buschfunk Folge 2, das war darum, Marcel hatte ein bisschen zeitliche Probleme, den Beruf bedingt, macht ja nichts, aber jetzt gehen wir wieder voll. Wir warten das alles Roger. Yes. Tico Taco, und das wird jetzt nochmal nächste Woche nochmal für ihn anstrengend, und danach wollen wir das natürlich öfters machen. Dass es ein bisschen gelegentlicher kommt. Dann statt 8 Wochen später gefühlt oder so. Damit das regelmäßiger, ja, wir hatten euch ja schon mal eine Folge online zur Verfügung gestellt, damit ihr den Genuss kommt, den Buschfunk von AOS zu genießen. Heute gibt es Teil 2. Teil 2. Und dann wird es natürlich das, wie angekündigt, regelmäßiger geben, auch wenn es kurz und knapp ist, aber immer die neuesten Infos um alles, was uns und vielleicht AOS betrifft, hier für euch von uns. Exklusiv. Exklusiv. Nicht mehr exklusiv. Das war unser zweites Lieblingswort, ne? Jetzt war es exklusiv. Das erste Thema ist Turnierszene, haben wir uns aufgeschrieben. Und zwar fangen wir an mit unserem eigenen Turnier erstmal, wollen wir ein bisschen präsent sein oder ein bisschen Werbung machen, sagen wir so. Spoiler. Wir wollen das diese Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche, wenn das Video hochgeht, wollen wir den Termin festlegen, wann unser erstes Video in diesem Jahr kommt, AOS. Vermutlich im April, das erste AOS-Turnier von Mini Paradise. Genau, es muss noch was abgesegnet werden, aber... Genau, wir haben Anfrage gestellt, wir gucken, ob die Räumlichkeiten uns zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten gibt es unser erstes Turnier geben von Mini Paradise. Maximal mit 18 Teilnehmern erstmal. Wir versuchen das dann irgendwann gerne auch im Laufe des Jahres, falls wir noch mehr wachsen, noch andere Möglichkeiten bekommen würden, noch zu steigern. Aber erstmal maximal 18 Teilnehmer. Für die uns natürlich da kennen, wird das ein Turnier sein über den Samstag, wo jeder Spieler 3 Spiele absolviert. Was schon 2000 Punktzahl wird die Turnierliste sein. Eine Turnierliste wird dazu abgegeben. Die wird auch unverändert sein. Da gibt es so ganz viele coole verschiedene Methoden. Wir hatten immer mal Steigerungen gemacht: 1500, 1050, 2000. Im Raum stand auch schon mal so 2000 zu machen und so ein Sideboard, was man aus Magic the Gathering kennt, glaube ich, dass man so Sidekarten hat und austauscht. Wir machen das erstmal so: 2000 Punkte, eine Liste, die steht dann, die wird für alle 3 Spiele benutzt. Die Battle Plans sind. Wie bei uns im alten Turnieren, weil fast jetzt im Wargame es üblich war, wird es auch bei Mini Paradise ähnlich sein, dass wir da so ein bisschen nicht die aus dem Children's Handbook nehmen, sondern immer so ein bisschen Eigenkreation, in Anführungszeichen, nach unserer Meinung auch sehr faire, ausbalancierte Battleplans im Turniermodus sein werden, die auch vorher noch kein Spieler gesehen hat. Also auch wenn ich jetzt organisiere, beispielsweise mit Manu beispielsweise zusammen, und Manu spielt dann auch nicht mit, das heißt, es wird dann auch niemand Freude, Battleplans kennen, bis auf die 18 Leute, die auch da teilnehmen, die kennen sie auch nicht, und die fangen halt morgens dann gemeinsam an, in einer schönen kleinen Präsentation die Battleplans vorgestellt zu bekommen. So war das bisher bei uns üblich, und das würden wir auch jetzt im Rahmen von Mini Paradise auch natürlich genauso machen, weil es bisher... Haben wir auch richtig gute, positive Kritik bekommen dafür, und da sind wir auf dem richtigen Weg. Genau, sehe ich auch so. Würden wir gerne so machen. Wie gesagt, Datum, genaues Datum, diese Woche werden wir das dann auch bei T3 online stellen. Ihr könnt euch dann den Termin vormerken. Genau. Ja, als nächstes Thema haben wir Gäste. Auf nächstes Thema, ja. Bevor wir ein Turnier abschließen, nochmal ein kleines Lob von deiner Seite. Ach so, stimmt ja. Wir waren ja gestern beim Turnier dann in St. Augustin. Da kann man auf jeden Fall sagen, da waren wir jetzt zum dritten Mal. Top, ihr macht das super mit euren Turnieren. Gerne wieder. Das ist in der Nähe von Bonn. Und das sind die Privateer Poster Boys. Das ist eine Spielgemeinschaft, eine Spielgruppe, die 40k und AR spielt. Und das sind sehr nette Menschen, und da kann man wirklich nur Daumen hoch sagen. Daumen hoch, vielen Dank für die tolle Organisation. Ja, war auch schön, da haben wir Julian vom Würfelgötter mal seit langem mal wieder gesehen. Habe ich mich gefreut wieder, dass ich ihn gesehen habe, und in 3 Wochen sehe ich ihn ja nochmal auf dem Turnier. Von Würfelgötter in 3 Wochen? Jawohl, stimmt. Da sind wir zu dritt, fahren wir dann, ich, Paddy und Marius. Das wird ganz gut, glaube ich. Ja. Spaßig. Turniere, wie gesagt, hatten wir schon mal beim ersten auch immer ein schönes Thema. Wir versuchen auch ein bisschen immer bei uns mit einzubauen, wann sind die nächsten, wann sind die neuesten, und auch ein bisschen Feedback zu geben und ein bisschen auch mal zu loben hinter den Kulissen. Weil ansonsten kriegt man immer nur Lob von den Leuten, die vor Ort waren. Das kann man bei T3, können nur auch die E-Mails einen Kommentar abgeben, die da vor Ort waren. Und wir wollen gerne hier im Rahmen von YouTube, weil die Leute es auch verdient haben, wenn die tolle Turniere organisieren, dass sie auch mal Lob von eben anderen Medien dazu bekommen. Deswegen, ja. Ist auch wichtig. Daumen hoch dafür, für die. Ja. Das nächste war, wenn wir gleich mit Turnieren oder so, Gäste kommen zu uns. Wir haben ja mal angesprochen oder haben separat ein Video gemacht, dass ihr gerne gegen uns spielen könnt. Ja, wir können uns einfach dazu schreiben. Kontakt mit Mini Paradise, falls ihr mal Bock habt. Genau da, das, was ihr gerade seht, nämlich euch selber zu sehen, nämlich im Internet, in YouTube.
Und ihr könnt nämlich sowohl bei AOS, auch wenn es ein AOS-Tag ist, als auch im 40K gerne gegen uns spielen, uns herausfordern, uns mit uns treffen und einen Termin vereinbaren. Sehr gerne kommen wir dem nach und spielen mit euch live vor der Kamera, um vor Ort zu suchen und dabei euch natürlich einen schönen Abend in unserem Hobby zu verbringen. Genau, wir essen was und dann zocken wir gemeinsam nochmal. Genau. Nähere Details, was sowas angeht, natürlich gerne dann immer per E-Mail besprechen. Aber wer kommt denn zu uns, Mario? Ja, auf Februar, das wird der Gästewoche. Kommen, kriegen wir 2 Personen als Besuch und was halt ganz gut ist, zu den Koblenz kriegen wir natürlich super Besuch aus Osnabrück von Florian. Da freue ich mich schon richtig drauf. Florian habe ich lange nicht mehr gesehen. Und der kommt mit seinem Koblenz und da habe ich richtig Bock drauf. Ja, der stellt uns nicht das Battletown vor, sondern der zeigt uns mal, wie man ziemlich gut auf Koblenz auf dem Spielfeld spielt. Ja. Manuel wird alleine gegen ihn spielen. Ja. Beast of Chaos, noch nie gespielt. Wird richtig interessant. Vorher wird es noch ein Spiel geben. Richtig. Vorher, das kommt, wird auch der Knaller. Kommt der Johannes. Und da kommt ein Modell aufs Feld. Das hat keiner von uns in Kassel. Wir haben es nicht, also es wird gegen uns aufs Feld gestellt. Es wird ziemlich interessant. Da werden wir auch gespielt. Wir dürfen nicht so viel über das Spiel verraten. Nee. Also ansonsten ist der Knaller. Ansonsten wird es wird sehr geil. Freut euch auf jeden Fall auf diese beiden Videos und Reports. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf unsere Gäste, auf die schönen Tage. Und da spielen wir, man muss wirklich sagen, wir spielen da zusammen. Wir spielen dann 2 gegen 1. Auch Beast of Chaos. Auch Beast of Chaos. Wir spielen 2 gegen 1. Das ist eigentlich gar nicht so unfair. Beastman, ne? Wir spielen halt zusammen als eine Fraktion gemeinsam. Es ist kein klassisches 2 gegen 1, aber nein. Einfach auch, weil es ein bisschen spaßiger ist, wahrscheinlich mit 3 Leuten, auch mit dem Kamera-Handling und so weiter, das ist wahrscheinlich ein bisschen hübscher. Deswegen, da freuen wir uns drauf, Johannes und Florian. Das werden 2 geile Videos und die anderen könnt ihr natürlich gerne sehen. Ja. Was steht noch auf deiner schönen Liste, Radl? Bei uns hat ja die Liga gestartet. Genau. Wo sind die Liga gestartet? Ja, AOS und 40K hat jetzt auch seit 2 Wochen begonnen. Und richtig geil. Super. Ja. Also das läuft richtig gut. Der Battleplan bei AOS, der ist der Wahnsinn. Das muss man wirklich sagen, der ist der Wahnsinn. Für die, die es halt nicht wissen, wir haben auf unserer Seite minparadise.com, Community-Seite, da haben wir unsere Ligen und Regeln und so weiter, alles über uns so ein bisschen veröffentlicht. Wir sind ja nicht so weit, wir geben immer weiter Gas mit Guides und so weiter. Vieles, vieles kommt da mehr, das wird ein anderes Video nochmal geben. Aber auf diesen Seiten findet ihr unsere Ligen, 40K, AOS. Wir haben bei beiden Ligen so 20 angemeldete Armeen. Bei uns konnten die Spieler sich anmelden mit 1 bis maximal 2 Armeen. Die haben dann jetzt ist so in der ersten Season 3 Spiele pro Fraktion, die sie spielen. Die müssen sie bis Ende März halt stattfinden lassen. Das muss nicht bei uns sein, das kann privat sein, das kann wo auch immer sein. Und die Ergebnisse werden bei uns gemeldet. Grundlage dafür ist ziemlich wichtig, das können wir mal hier positiv hervorheben, ist in 40K haben wir das Regelwerk von Ars Bellica zugrunde genommen. Wir haben es ein bisschen noch vereinfacht, um ein bisschen die Neuankömmlinge, ein bisschen theoretisch den Einstieg darin zu erleichtern, weil die Regeln recht scharf sind. Haben wir ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Ansonsten ist die Regelgrundlage wie Missionen und Punkte von Ars Bellica sehr gut, was die Jungs da machen. So etwas gibt es leider bei AOS nicht. Aber wir haben uns das übernommen, haben so ein bisschen bei Ars Bellica abgeguckt, weil die Leute das Gute machen. Lob dahin auf jeden Fall, super von denen. Ein bisschen auf AOS umgemünzt, ein bisschen erweitert und umgeändert, haben wir einen Battleplan, einen Battlepack entworfen, wie man AOS in so einem gleichen System spielen kann. Das ist die Grundlage bei uns für die Liga, das findet ihr auch auf der Seite. Könnt ihr euch auch runterladen, könnt selber zu Hause zocken. könnt ihr selber auch zu Hause zocken, ist ziemlich cool. Bis jetzt kommt sehr gut an, macht richtig viel Spaß. Ist ein bisschen wie die Ars Bellica beispielsweise nicht kennt, bei uns ist das halt auch genauso, dass wir halt die Missionsmarker platziert werden, aber es gibt dann so zusätzliche Missionsziele, wo ihr selber entscheiden könnt, wie ihr Punkte generieren würdet. Ne? Es gibt so 16 verschiedene Punktarten, wie ihr Punkte generieren könnt. Könnt ihr euch 4 von aussuchen und eine wird von dem Gegner gestrichen, Einheiten umbringen, Punkte einnehmen und so weiter. Viele coole Sachen. Und all sowas. Alles Mögliche. Das ist auch ein bisschen auf den Spieltyp zugeschnitten und ihr habt selber die Freiheit, wie ihr überlegen wollt, nachdem ihr euren Gegner kennt, wie ihr Punkte gewinnen wollt. Ziemlich cool, guckt euch die Sachen an, gebt uns dazu auch gerne mal Feedback, wenn ihr es mal gespielt habt, ob ihr Fehler gefunden habt oder Sachen findet, die man verbessern könntet oder ihr habt da Bock drauf, da was weiteres, die nächste Edition oder Version zusammen auszuarbeiten, immer gerne. Wir wollen einfach nur mit euch gemeinsam einfach coole Regeln schaffen, coole, ich sag mal, ausgewogene Spielarten, die vielleicht bei Games Workshop so ein bisschen oberflächlich angeschnitten werden. Gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe und wollen damit einfach eine coole Möglichkeit schaffen, AOS ausgewogen und für die Turnierszene irgendwas auszubalancieren. Und bis jetzt kann man sagen, ist gut angekommen. Gut angekommen, ja.
Finde ich auch. Genau. Die erste Saison geht bis zum 31.03., kann man noch sagen. Das ist eigentlich ganz cool, weil wir so verschiedene Ligen haben und bis jetzt sind alle Ligen gleich. Ab 31.03. ist dann die Season fertig und dann werden die Leute wirklich in richtige Ligensystem zugeordnet. Also die, die jetzt in diesen K.O.-Phasen, wenn man so will, Qualifying, genau. Da kann man sagen, ne, dass die Leute, die viel gewonnen haben, kommen dann alle in die Liga 1 und so weiter, Liga 2, Liga 3 und so weiter, wir haben gleich 5 Ligen. Und wir machen es dann so, dass dann eben in der zweiten Season geht es dann richtig los, weil dann ist die Liga 1 auch die richtige Liga 1. Und dann kann man von da aus an- und aufsteigen, je nachdem, wie man gespielt hat. Das ist ein ziemlich witziges Konzept. Macht auch Spaß, weil dann hat man ein bisschen anderes dazu. Und wenn man neu beispielsweise in die Liga hinzukommen will, ist das gerne gesehen, dann fängt man einfach theoretisch unten in der untersten Liga an und kann sich nach und nach hocharbeiten. Ziemlich cool. Und das machen wir bei 4DK und bei AOS. Vielleicht kommen auch neue Sachen hinzu. Wir machen das jetzt hier nur bei uns in der Umgebung, Raum Kassel, kann man das halt machen. Aber da gibt es auch irgendwann vielleicht nochmal Möglichkeiten, wenn beispielsweise in Berlin die Leute sich dort irgendwie einen Spielerhändler gibt, der sagt, der hat da Bock drauf, aber hat keine Zeit, irgendwie was zu generieren oder so weiter oder so eine Homepage zur Verfügung zu stellen. Vielleicht, wie gesagt, können wir da auch gerne aushelfen, wir machen da mit, wir wollen, wie gesagt, einfach nur helfen, damit überall alle Leute nicht irgendwie benachteiligt sind, weil sie vielleicht woanders sind oder nicht so viele Leute haben oder weil sowas nicht angeboten wird. Wir wollen gerne mit euch immer zusammen einfach die Community deutschlandweit irgendwie zusammenzuschließen und ein Gemeinschaftsprojekt zu sein und einfach eine coole Gemeinschaft zu gründen. Nicht gründen, die Gemeinschaft zusammenzuführen. Non-Profit, wir machen das mit euch zusammen und es ist einfach cool, wenn man irgendwo hinfährt, man kennt jemanden, auch auf Turnieren, wie gesagt, ist auch immer schön, immer Leute wieder zu treffen, deswegen ist es auch cool, wenn wir alle zusammenhalten, in einem Strang ziehen und gemeinschaftlich denken. Das ist auch wichtig, der ist ja kein so ein breiten Sport. Nein. Muss nicht man so wirklich sagen, da muss man wirklich in einen Strang ziehen. Nein. Ist kein Fußball. Genau, ist kein Fußball. Wo jeder jeden kennt und wo Hinz und Kunst zusammen oder gegeneinander spielen. Ich bin selber Fußball. Alles gut. Ja, als nächstes Thema haben wir Neuerscheinung. Oh, Neuerscheinung. Große Ankündigung, Games Workshop. Games Workshop haben eine große Ankündigung. Die Top 5, was dieses Jahr kommen kann, haben sie jetzt das erste Knaller rausgebracht, die Goblins, also die Blooms bei Gitz. Du kannst auch schon besser aussprechen als ich. Ich habe ja meine Schwierigkeiten, bei euch geht's. Ja, das stimmt. Was wir da auf den Top 5 hatten, waren Realm of Chaos. Da kam ja, ist ja das Slanischen Teil neu rausgekommen. Kam ja jetzt vor kurzem eine Box. Mhm. Und da haben sie schon so die ersten Eindrücke gemacht, dass das das nächste Battletop wahrscheinlich werden wird. Irgendwann im Laufe des Jahres. Wann wissen wir nicht? Slanisch. Und das war Slanisch und Korn. Korn glaube ich nicht, dass sie neu kommen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber Slanisch hat ja noch gar keins stimmt. Glaube ich, dass sie da dran gehen. Man weiß es nicht. Ist jetzt eine coole Modelle dabei gewesen, ja, sonst würde diese Harfe. Richtig geil so grob. Ja, das ist super geiles Modell. Die auch ist auch auf dem Spielfeld gut. Also ich habe es schon live erlebt. Ja, ich finde auch richtig geil. Ja. Weil die aus den Rückenwirbeln Harfe spielen. Ja, oder? Das ist ja. Also das Modell haben sie mega gut gemacht. Wahnsinn. Ja. Die Monetten haben sie auch richtig verbessert. Die Beschwörung ist gut. Ja. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Wird die noch ein starkes Battleton gegen, mit einer geilen Treufähigkeit. Da geht was. Brennt was, ja. Ja. Dann hat ja Games Workshop letzte Woche durch ein Bild angekündigt, dass die Flash Eater und die Skaven zusammen eine Box bekommen. Mhm. Haben sie die Charaktermodelle schon Charaktermodelle gezeigt? Ja. Könnte eine neue Grundbox sein, Starterbox oder wie so eine Rough and Rapture Box, wo es Slanish und Portal finde ich gut. Flash Eater, dass sie wieder ein bisschen mehr Liebe kriegen, weil war ja lange Zeit nichts oder hatten schon ihre. Das ist ein neuer Held, aber das ist immer schön, man kriegt immer nur so ein Bild gezeigt, man kriegt so die nur kurze sein. Informationen. Ja, die wollte ich ein bisschen kitzeln. Genau, die kitzeln ein. Ja, kitzeln ein, das kitzeln. Ja. Mal gucken, was da kommt, ist spannend. Flash Eater hat auf jeden Fall auch noch ein bisschen Bedarf, vielleicht an ein paar mehr Figuren. Na, vielleicht kommt da irgendwas Gutes. Das ist so witzig, da gibt es eine Packung, wo du sieben verschiedene Einheiten bauen kannst. Also, ja. Und die drei Helden auch noch da drin, alles. Mit der Star Collecting bist du weit aufgestellt worden. Ja, das ist schon. Top. Flash viel Star Collecting und höher steht der Schild. Genau, 2000 Punkte fertig. Ja, als nächstes hatten sie da, dass die Seelenkriege weitergehen. Mhm. Viele bei uns im Laden munkeln, dass ja neue Stormcast einheiten kommt. Ich sage nein. Ein neuer Host? Nee. Ja, Chamber. Chamber. Ich sag dieses Mal nicht. Dieses Mal glaube ich nicht dran. Ich glaube, das wird irgendeine andere zwei Fraktionen, was auch mit den Seelenkriegen zu tun hat. Wenn einer von Stormcast die Ahnung hat, dann
Nee, aber ich glaube, dass die diese... Damals, wir hatten mal im Jahr 2016, glaube ich, ein Battletome Review gemacht von einem, dem ersten, zweiten Battletome von Stormcast, keine Ahnung, wie viel es schon gibt. Und da war auf jeden Fall so ein Bild, wo ganz viele Chamber noch zu waren und dann die offen waren. Und da waren alle so, boah, ich wette, hierfür kommt irgendeins und dafür kommt doch irgendeins. Und es kam, zwei davon kamen. Wahnsinn. Ja, aber dieses Mal glaube ich nicht. Es gibt auch Arte Leute, die drehen so Karten um mit weiß. Ja. So ist das bestimmt nicht. Ja, man kann gespannt sein, was da kommt. Wann, müssen wir auch nicht. Irgendwann im Laufe des Jahres gehen die Seelenkriege weiter und da sind wir auch wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Ihr wisst das alles eh schon viel früher auch als wir, weil ihr genauso die Gerüchte alle lest wie wir. Genau. Dazu kommen auch neue Endespells. Was ich gelesen habe, ist, dass sie wirklich für jede Fraktion eigene Endespells, wie jetzt die neuen haben das sowieso schon, jede eigene Endespells bekommen werden. Super, weil das gute Punktefüller sind, wenn du nochmal so 30, 40, 50 Punkte hast, Endespell rein, ja. Vollgas. Die variieren alle zwar insgesamt nicht mehr so stark, finde ich, weil die Game Switcher immer, ja, stellt das da hin, das bewegt sich, das macht da tödliche, das macht da. Mal gucken, was sie da noch so für neue coole Sachen reingemacht haben. Wir haben heute auch schon das Goblin Battle Tom mal genau anguckt. Da sind schon wieder ein paar neue coole Mechaniken insgesamt da rausgekommen. Was die Goblins jetzt insgesamt betrifft, die Treuefähigkeit, Common Ability, also da kann man schon gespannt sein. Ich glaube, die gehen ein bisschen, werden langsam kreativer, was diese Spielideen angeht. Weißt du, wo der Fokus viel hingeht? Auf Zauber. Ja. Die neuen Fraktionen gehen ziemlich der Fokus immer auf Zauber. Ja, das stimmt. Gar nicht lange her hat man gesagt, dass Zaubern ist super uninteressant im Spiel. Richtig. Und jetzt langsam gibt es da ziemlich viele coole neue Sachen, die auch mächtig sind. Also wirklich mächtig sind. Und nicht nur ziemlich mächtig, sondern es gibt viel mächtigen Kram. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das fand ich schon ziemlich cool. Boah. Wir haben schon wieder ordentlich Zeit hier rausgehauen, unser Buschpunkt. Lieber in 18 Minuten schon. 18 Minuten. Guck mal, sag dir maximal 15. Jetzt habe ich denn noch Schönes auf dem Zettel stehen. Gibt es bei euch in der Grunde auch mal so einen, der immer einen Notizen schreibt? Ja, ich bin hier der Moderator, der immer selbst vergisst alles alle 5 Minuten. Turnierplanung hatten wir ja auch schon gesagt, ne? Genau. Was wir noch zu sagen können ist, natürlich machen wir auch vor der K-Turnier. Ne? Wir haben ja noch in unserem Team fehlen ja noch zwei, wir sind ja vier, Hai, Robert und Hai Kai. Und die beiden planen das gleiche, nur nicht für AOS, sondern für 40k. Da haben wir aber noch keine Anfrage gestellt, aber wir versuchen auch eins bis zwei mindestens, sag ich jetzt mal, auch in diesem Jahr Turnier zu veranstalten für 40k. So dass wir auch da immer dieses Gleichgewicht zwischen AOS und 40k herstellen können. Nur, wir sind halt ehrlich, es gehört halt dazu, dass bei 40k auch, also beziehungsweise wenn man ein Turnier leitet, sollen die Leute auch Ahnung davon haben. Ich fange jetzt neu an, meine Drucker habe ich schon in der Ecke und die warten. Bei Mane schon ein bisschen weiter. Nee, ein Spiel mehr. Ja, deswegen, also wir sind einfach noch nicht in der Lage, überhaupt ein 40k Turnier zu leiten. Deswegen wird das von Covid und Kai in die Hand genommen. Wir helfen da gerne mit. Aber das war gucken wir, dass auf jeden Fall die beiden auf jeden Fall den Termin finden. Aber es wird auf jeden Fall von Mini Paradise aus auch 40k-Turniere noch in diesem Jahr geben. Wir beide machen das von AOS. Wir planen jetzt erstmal nur ein Turnier, wo 1 gegen 1 natürlich gespielt wird. Bei uns sind aber auch noch Team-Turniere im Raum, weil die auch sehr spaßig sein können. Sind 2 gegen 2 ist das dann. Macht auch Spaß. Super cool. Gucken wir vielleicht, dass wir es mal abwechselnd machen. Einmal jetzt 1 gegen 1, dann 2 gegen 2. Gucken wir mal, das ist noch nicht so in Planung, aber wir haben es vor. Das ist ein Ziel auf jeden Fall, weil es auch gut ankommt. Cool ist, wenn man zu zweit. Meistens gibt es eh so, wenn in Deutschland weit fährt, Fahrgemeinschaften. Warum sollen dann nicht die zwei dann auch nicht gleich noch zusammen spielen können zum Beispiel? Ne? Das ist eigentlich ganz nett. Was anderes. Ist was anderes. Aber dann ist halt 18 Leute schwierig, mit 9 Teams kommt man nicht weit. Oh, dann müssen wir uns Gedanken machen. Ja, müssen wir uns Gedanken machen. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Naja. Ja, sonst. 40k-Ankündigungen gibt es ja nicht, wir sind bei AOS. Ansonsten sind wir auch mal gespannt, was jetzt als nächstes nach den Goblins kommt. Heute sind ja theoretisch die neuesten Modelle zum Vorbestellen. Gestern konnte man die neuesten Modelle vorbestellen, danach ist glaube ich jetzt fertig erstmal. Und dann sind wir einfach gespannt, ob jetzt Slanish, Flash Eater, welche Box auch immer als nächstes gleich bald rauskommen wird. Ich bin wirklich gespannt. Ist wirklich so super interessant. Super interessant, also Games Workshop macht in dieser Hinsicht vieles gerade gut. Gut und richtig. Ja. Also, es ist wie so kleine Kinder, die immer auf Achten. Weißt du, was wir noch ansprechen? Vom Thema richtig, die Preise. Die Preise? Ja. Welche Preise? Vom Stars Collectings. Was möchtest du ansprechen? Ach, nichts, machen wir mal ein anderes Video. Machen wir ein anderes Video.
Was noch wichtig ist, ist allerdings noch eine Sache, und zwar bei uns gibt es die Möglichkeit, wir haben jetzt mal so ein kleines Video dazu gemacht, falls ihr Bock habt, wie gesagt, uns zu supporten, unseren Job, also Shop, was heißt unseren YouTube-Channel, sag ich mal. YouTube-Channel und der Laden hier. Genau, wir haben ja letztendlich dieses Prinzip, dass wir einfach eine geile Club-Treff machen wollen. Falls ihr uns supporten wollt, weil ihr das ganze Projekt unterstützen wollt, könnt ihr gerne bei uns bestellen auch. Wir geben 20% Rabatt, ist ja schon angekündigt worden. Bis auf web-exklusive Sachen und Bücher, auf web-exklusive 5%. Einfach nur, weil wir auch noch kein Patreon und sowas haben. Wir wollen einfach damit auf das konzentrieren, was wir am besten können, nämlich auf Spielen, Spaß haben und so weiter und den ganzen anderen Sachen, weil wir auch noch zu frisch sind. Kommen wir langsam erstmal hinterher. Also wenn ihr gesagt, wie gesagt, irgendwelche Neubestellungen haben wollt, könnt ihr das einfach schreiben. Wir bestellen das und verschicken das auch an euch und versenden das Ganze auch ab 100 Euro versandkostenfrei. Ja. Damit supportet ihr unser Projekt, das ist echt. Also wenn ihr uns wirklich, weil viele auch gefragt haben, wir im Patreon schon, ob wir uns spenden können. Nein, wir wollen das erst gerade nicht. Wenn ihr uns wirklich supporten wollt, könnt ihr bei uns GW-Produkte bestellen. Wir liefern, wir senden die an euch und damit supportet ihr uns sehr viel. Und falls ihr Bock habt, gegen uns zu spielen, das sowieso. Einfach melden, hierher kommen. Und was wir auch machen, falls jemand keinen Bock hat, alleine zu kommen, weil er eine große Fahrt machen will, könnt ihr auch zu zweit kommen. Ja. Dann könnt ihr gegen so zwei Pappnasen wie uns oder auch Robert und Kai natürlich. Oder Penny. Ihr könnt gegen alle, die aus dem Club kommen, die ihr auf YouTube-Videos kennt, egal gegen wen könnt ihr spielen wollen, oder wenn ihr sagt, gegen wen ist egal, wir haben viele AOS-Armenier, Ballester, oder ihr habt einen bestimmten Gegner gegen die umgespielt, weil in eurer Spielergruppe gibt es die Fraktion einfach nicht. Bei uns gibt es eigentlich, ohne mich jetzt weiter so Fenster zu nehmen, nahezu alles. Wir versuchen das auch so. Hör auf, die Leute suchen wieder, welche Fraktionen wir nicht haben. Auch Clan Pestilenz könnten wir spielen. Falls ihr gegen irgendwas bestimmt noch Bock habt, weil ihr es noch nie gesehen habt, noch nie gespielt habt, weil es was bei euch nicht gibt und ihr wollt das unbedingt mal testen, einfach Bescheid geben, melden, vorbeikommen. Wir versuchen alles möglich zu machen. Wir haben Bock. Wir haben richtig Bock und wir haben Bock auf euch. Und weil es auch einfach cool ist, noch neue Gesichter kennenzulernen. Und YouTube ist so schön, macht Bock, aber ich glaube persönlich, sich kennenzulernen, mal von Abend verbringen, eine Runde zu spielen, macht so viel mehr Spaß. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne, alles Gute euch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis Folge 3 bald.